In diesem Zimmer könnte jeder kleine Junge wohnen. Dass Christopher Robin hier wohnt, ist nur ein Zufall. Wie die meisten Kinder hat Christopher Robin viele Stofftiere als Freunde. Und sein bester Freund ist ein Bär mit Namen Winnie Pooh. Pooh und seine Freunde haben miteinander schon viele aufregende Abenteuer erlebt. Aber eines Morgens im Herbst wartete ein ganz Besonderes auf sie. Es war wieder einmal soweit. Die geheimnisvolle Zeit des Jahres, wenn die Blätter fallen, Kürbisse gespenstisch grinsen und Spukgestalten herumgeistern. Es war Halloween im Hundertmorgenwald. Du meine Güte, was für eine schreckliche Spukgestalt. Was soll ich nur tun? Keine Angst, Mama. Ich bin's nur. Siehst du? Oh, was für ein Glück. Ich bin gerettet. Ich wollte dich nicht so erschrecken. Ich mache mich nur fertig für Halloween. Bist du damit nicht ein wenig früh dran, Schatz? Ich kann's einfach nicht mehr erwarten. Es ist Lumpis allererstes Halloween. Du meine Güte, ist das aufregend. Wir wollen gleich Ferkel überraschen, um zu üben. Tschüss, Mama. Tschüss, mein Schatz. Und viel Spaß. Mal richtig? Ja? Fast, aber nicht ganz. Es heißt Süßes oder Saures. Ach so. Süßes oder Saures. Klar. Oh. Ja? Gar nicht klar. Ist ganz einfach. Wir gehen von Tür zu Tür und sagen Süßes oder Saures. Und dann geben sie uns Bonbons und Lutscher und Kekse. Was? Einfach so? Keine Angst, du kriegst den Bogen raus. Ich werde dir helfen. Es wird das beste Halloween aller Zeiten, denn es ist unser erstes gemeinsames Halloween. Los, wir fangen bei Ferkel an, um zu üben. Das ist besser als alles, was du bisher erlebt hast. Süßes oder Saures? Na, wer sagt's denn? Wir haben sie so erschreckt, dass sie vergessen haben zu schreien. Ach je. Ich fürchte, wir haben sie nicht erschreckt, Ferkel. Oh weh. Haben wir euch überhaupt nicht erschreckt, Ruh? Na, ein bisschen vielleicht. Stimmt's, Lumpi? Oh, ja, klar. Schreck auch. Warum tragt ihr so komische Gesichter? Was? Na, das sind Halloween-Masken, Lumpi-Pumpi. Ich schätze, der Kleine ist nicht von hier. Es ist sein allererstes Halloween. Halt ich das aus? Feiern Heffalumps nicht Halloween? Ich meine Halloween? Nein, wir feiern den Trompler-Prompeter-Tag. Den Schlackerdudelabend und sonst nichts. Oh, dann müssen wir diesen Tag ganz besonders feierlich feiern. Ja, worauf warten wir denn noch? Holt diesem Heffalümpfchen ein paar Süßigkeiten. Nein, niemand kriegt hier Süßigkeiten. Nicht bevor die offizielle Süßes- oder Saures-Tour beginnt. So, kommt bitte mit. Ich habe den Spaß, der uns erwartet, minutiös vorbereitet. Tretet näher, meine Lieben. Ich habe alle Süßigkeiten, die im Hundertmorgenwald zu finden waren, eingesammelt und in kleine, leicht zu transportierende Säckchen gefüllt. Und heute Abend nimmt jeder seinen Sack mit nach Hause, um den Inhalt für Halloween zu verteilen. Puhbär, du gehst mit Ferkel auf Süßes oder Saures Tour. Ruh geht mit Lumpi. Und ich gehe mit Tigger. Und was ist mit mir? Mit dir, ja?
Du hast mich vergessen, richtig? Ja. Na, typisch. Also, es ist alles eine Frage der Organisation. Wenn wir uns genau an den Plan halten, wird es ein unvergessliches Halloween. Wow, Wahnsinn! Die Süßes-oder-Saures-Tour beginnt pünktlich bei Sonnenuntergang. Ich glaube nicht, dass mein Bäuchlein so lange warten kann, Rabbit. Es möchte jetzt schon etwas Süßes. Nun, dein Bäuchlein muss sich leider gedulden, Pooh. Wir brauchen die Schleckereien für heute Abend. Siehst du, Lumpi, nachher gibt es Süßigkeiten satt, oder es gibt Saures. Ich glaube, mir gefällt dieses Halloween. Hello. Das Wort lautet Halloween! Es wird Zeit, dass wir unserem neuen Freund mal zeigen, worum es geht. Bei meinem liebsten Lieblingsfest. Es ist Halloween, die Nacht ist kalt und wir ziehen gemeinsam durch den Wald. Ich beschleiche dich ganz leise auf die tigerischste Weise. Jeder Schritt von meiner mächtigen Gestalt. Süßes Naschwerk verleibe ich mir ein. Wollen wir Streiche spielen, sage ich nicht nein. Oh ja, gib Süßes, sonst gibt's Saures. Das ist unschön, ich bedauere es. Es ist Halloween, wir wollen Gespenster sein. Lasst uns wagen, Buh zu sagen. Lasst uns Gruselmasken tragen. Wenn die Geister nachts erwachen, kann man süße Beute machen und mit Freunden drüber lachen, das macht Spaß. Die da spuken, sind gefährlich und gemein. Glaubt ihr, Geister kommen auch zu uns herein? Nicht, solange ich Leckeres schlecke. Nicht, bevor ich mich verstecke. Einen Schrecken jagen wir den Geistern ein. Lasst uns wagen, Buh zu sagen. Lasst uns Gruselmasken tragen. Wenn die Geister nachts erwachen, kann man süße Beute machen. Und mit Freunden drüber lachen, das macht Spaß. Lasst uns wagen, Buh zu sagen. Lasst uns Gruselmasken tragen. Wenn die Geister nachts erwachen, kann man süße Beute machen und mit Freunden drüber lachen. Das macht Spaß. Bravo, Tiger. Du hast es geschafft, dem armen Lumpi Angst einzujagen. Lumpi, komm doch wieder raus. So schrecklich ist Halloween gar nicht. Oder, Tiger? Ja, du sagst es, Hubidu. Nicht schrecklich, trifft es am bestesten. Vorausgesetzt, man stößt nicht auf einen Kobold. Nein, bloß kein Kobold. Was ist ein Kobold? Gut, dass du fragst. Ich bring mal etwas Licht ins Dunkle. Der Kobold ist das fürchterlichste Schreckmonster aller Halloween-Gespenster. Und er lebt in dem schaurigsten Teil des 100-Morgen-Waldes. Sein Bau liegt hinter der höllischen Höhle. Ach du Schreck. Die ruchlose Rutsche hinunter. Weit fort in den Baum des Bösen. Ruhig, ganz ruhig, Lumpi. Hör nicht auf diesen Spinner. Es gibt gar keinen Kobold. Du irrst dich gewaltig, Schlappohr. Tigger. Rabbit. Spinner! Du irrst dich, Rabbit. Jedes Jahr zu Halloween streift er durch den Wald auf der Suche nach Opfern, um sie in Kürbisfratzen zu verwandeln. Kürbisfratzen! Lumpi, der Kobold ist bestimmt nicht nur schrecklich. Oder, Tigger? Wenn du mich so fragst, etwas Gutes hat der Kobold tatsächlich richtig an sich. Wenn man ihn fängt, hat man einen ganzen Wunsch frei. Hast du gehört, Lumpi? Was denn für ein Wunsch? Nun, den wünschigsten Wunsch, den du je zu wünschen als Wunsch gewünscht hast. Das heißt, alles, was du willst. Wow. Ach, Papalapap, so ein Unsinn. Es gibt keinen Kobold. Und jetzt Schluss damit. Lumpi? Bitte komm wieder raus. Bitte. Nein, danke. Ich möchte nicht in eine Kürbisfratze verwandelt werden. Lumpi will nicht rauskommen. Was machen wir nur? Tja, hier kommen wir nur weiter mit Überlegung, Planung und Konzentration. Schnell, Freunde! Antreten zur Operation Heffalump herausziehen. Packt alle fest an. Oh! Alle wieder auf Position, keine Müdigkeit. Hängt euch kräftig rein. Aber ich
will nicht rauskommen. Los, kräftig ziehen. Reiß meinen Schwanz nicht ab. Meine Streifen. Ich glaube, irgendwas machen Sie falsch. Ach komm schon, Lumpelchen. Sei kein Angsthase. Mein Vorderteil kommt nicht raus und mein Hinterteil kommt nicht raus. Und mein Mittelteil auch nicht. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Ein Spukgespenst, Hilfe! Oh, schon viel besser. Na, dem habe ich eine Lektion erteilt. Oder auch zwei. Bitte, Lumpi, komm da raus. Wir wollen noch Halloween zusammen feiern. Du kannst doch hier runterkommen, wenn du willst. Geht ruhig alleine los. Ich bleibe hier bei Lumpi. Schon in Ordnung, Lumpi. Ich hatte mich nur so darauf gefreut, mit dir zusammen Süßigkeiten zu sammeln. Lumpi, da bist du ja wieder. Hast du keine Angst mehr? Doch, habe ich noch. Aber solange wir zusammen sind, schaffe ich es, mutig zu sein. Fantastisch! Da bin ich erwachsen. Liebe Freunde, ich finde, das muss gefeiert werden. Ferkel, hol ein paar Süßigkeiten. Oh, sofort, Rabbit. Oh. Ah, verstehe. Da wundert ihr euch. Keine Süßigkeiten vor heute Abend, habe ich gesagt. Aber besondere Anlässe erfordern Süßigkeiten. Also, Ferkel, für jeden ein Bonbon. Oh, ich, Rabbit. Ja, Ferkel, die Bonbons, bitte sehr. Oh, du, meine Güte, das ist es ja. Was ist was, Ferkel? Spuck es aus. Also, es gibt keine Bonbons mehr. Oh, was soll das heißen, keine Bonbons mehr? Da stehen doch säckeweise Süßigkeiten und... Pooh Bär, du hast all unsere Bonbons verputzt. Gar nicht schlecht für einen Bären. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich wollte nur eins, aber mein Bäuchlein wollte immer mehr. Ein paar Bonbons muss es doch noch geben. Sonst ist es doch kein richtiges Halloween. Ach, ich wette, Rabbit hat noch was zu schlecken in Reserve. Stimmt's, Hasenzahn? Ich fürchte nicht. Wisst ihr, ich habe alle Süßigkeiten im ganzen 100-Morgenwald eingesammelt. Ich befürchte, die Süßes- oder Saures-Tour fällt dieses Jahr flach. So schade. Oh, ach je, mein Bäuchlein sagt, dass es ihm leid tut. Ich wünschte, wir könnten irgendwie zu Süßigkeiten kommen. Wünschen? Vielleicht gibt es da einen Weg. Weißt du noch Tigers Geschichte? Wenn wir den Gubald fangen, können wir uns haufenweise Süßigkeiten wünschen. Ja, und Halloween wäre gerettet. Aber wenn der Gubald uns erwischt, dann werden wir zu Kürbisfratzen. Keine Angst, ich bin ja bei dir. Ich werde es ihm zeigen. Okay, Lumpi. Wir suchen uns jetzt eine tolle Verkleidung für heute Abend. Ja, Ruhu, genau das machen wir. Ihr habt völlig recht. Wir können uns auch ohne Süßigkeiten amüsieren. Denkt dran, ihr müsst pünktlich zum Sonnenuntergang wieder da sein. Geht klar. Was hat Tigger vorhin noch mal gesagt? Ich weiß, zuerst müssen wir die höllische Höhle finden, dann die ruchlose Rutsche und dann... Den Baum des Bösen? Ja, genau, den Baum des Bösen. Danke, Lumpi. Komm mit, dieses Halloween wird echt der Wahnsinn. Nimm dies und das. Hiermit erkläre ich Lumpi und Ruh zu den gründlichen Mitgliedern der... Der mutigsten der mutigen Kuboldfänger-Gang. Mutig für immer, Freunde für immer. Kühne Bezwinger des Kubolds. Und schütteln. Nein, die Hände
schütteln. Okay. Das heißt, wir halten zusammen, egal was kommt. Worauf warten wir noch? Auf geht's! Freunde für immer, einem nie und nimmer. Nichts mehr schlimmer, als ohne Freund zu sein. Zwei sind besser, denn gemeinsam fühlen wir uns niemals mehr einsam. Mutig und stark wollen wir sein. Zwei sind mehr als einer allein. Freunde, zwei sind besser, denn gemeinsam fühlen wir uns niemals mehr einsam. Mutig und stark wollen wir sein. Zwei sind mehr als einer allein. Rumpeldidude, rumpeldidum, wir rollen und tollen die Hummeln herum. Wir sind Freunde und nichts hat uns um. Rumpeldidude, die Dudel, die Dumm. Dir vertraue ich und ich dir. Hab ich mal Angst, dann rechne mit mir. Wir wollen die mutigsten Freunde sein. Wir gehen in die Geschichte ein. Freunde für immer, einsam nie und nimmer. Nichts wär schlimmer, als ohne Freund zu sein. Nichts wär schlimmer, als ohne Freund zu sein. Nichts wär schlimmer, als ohne Freund zu sein. Hat man auch Wünsche frei, wenn man rät, wo der Kobold ist? Leider nicht, Lumpi. Koboldfänger, vorwärts! Lumpi? Komm schon. Na schön. Weißt du, was ich mir wünsche, wenn wir den Kobold fangen? Vorausgesetzt, der Kobold fängt uns vorher nicht. Ich wünsche mir 1 Million Kekse und 1 Million Lutscher und 3 weitere Wünsche. Und was wünschst du dir? Ich? Ich hab doch schon meinen besten Freund und eine Dose voller Rumpeldudels. Was brauche ich noch mehr? Was war das? Ich glaube, das kam von da hinten. Sieh mal! Das muss die höllische Höhle sein, genau wie Tigger gesagt hat. Die ruchlose Rutsche ist da bestimmt auch. Komm mit, Lumpi. Wow! Auf geht's! Keine Angst, Lumpi. Das ist nur ein Echo. Hör zu. Kobold! Mach das bitte nicht nochmal. Tut mir leid. Ich kann nichts sehen. Ich habe es gehört. Ich kann auch nichts hören. Ich habe ja auch größere Ohren. Lumpi, du bildest dir das nur ein. Schnell weg, ich habe dir in den Hintern getreten. Lumpi, halt! Es ist nur deine Proviantdose, siehst du? Ist mir egal. Hier ist es zu gruselig. Ich will nicht mehr weiter. Wir dürfen nicht aufgeben. Tut mir leid, Ru, aber ich gehe keinen Schritt weiter und damit basta. Die höllische Höhle haben wir fast geschafft. Gleich kommt bestimmt die ruchlose Rutsche. Lumpi, ist alles in Ordnung? Ich glaub schon. Okay, die Höhle und die Rutsche haben wir gemeistert. Aber wo ist dieser Baum des Bösen? In welche Richtung sollen wir suchen? Ah! Riechst du etwas? Nein, siehst du etwas? Nee,
Vielleicht ist er nicht zu Hause. Gut, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Was hast du vor? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Und dann verwandelt er uns in Kürbisfratzen. Ich halte das alles nicht aus, Ich will nach Hause. Aber dann können wir den Kobold nicht fangen und können uns nichts wünschen. Und wir kriegen keine Süßigkeiten. Und ich kann dir nicht zeigen, wie toll Halloween ist. Tut mir leid, aber ich habe solche Angst. Wenn Ferkel doch jetzt nur hier wäre. Ferkel? Ja. Er hatte einmal so eine Angst vor Halloween, dass es fast ausfiel. Aber dann hat er die Angst verloren. Wirklich? Hey, wenn ich dir die Geschichte erzähle, Lumpi, verlierst du vielleicht auch die Angst. Na schön. Das Ganze hat sich zugetragen, bevor meine Mama und ich in den 100-Morgenwald gezogen sind. Es war Halloween und alle waren ganz aufgeregt. Sie hatten sich alle lustig verkleidet und Pooh-Bär trug das witzigste Kostüm. Guck mal, da ist er. Hallo Pooh-Bär, was machst du denn da? Ich übe für Halloween. Das ist nämlich in baldigster Bilde. Da muss ich gut vorbereitet sein. Nicht auf das Saure natürlich, sondern auf das Süße. Deswegen muss ich Schlecken üben. Ach je, ich hab das letzte Häppchen Honig weggeschleckt. Hui! Hallihallo zu Halloween, Pooh-Bär. Ich komm doch nicht zu spät. Ich hab doch nichts verpasst, oder? Halloween mögen Tiger am liebsten. Süßes oder Saures? Hallo, Pooh. Hallo, Tiger. Schönes Kostüm. Du machst dich gut als Jack. Ich bin aber überhaupt kein bescheuertes Jacketi-Jacketi-Jack. Jetzt muss ich mir was Neues ausdenken. Ich werde trotzdem den ersten Preis fürs beste Kostüm gewinnen. Wartet's nur ab. Aber Gopher, ich glaube, so einen Preis gibt es gar nicht. Umso besser! Gibt weniger Konkurrenz. Es wird gleich dunkel und wir haben noch nicht geübt, Süßes oder Saures zu geben. Aber Tiger, wir können noch nicht gehen. Was soll das denn heißen? Halloween-Abend ist nicht jeden Tag, das muss man gründlich ausnutzen. Aber unser lieber kleiner Freund Ferkel ist noch nicht da. Und eigentlich müsste er längst hier sein. Ach herrje, ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, Ferkel, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, denn dieses Jahr ist das besondere Jahr. An diesem Halloween wirst du mal richtig Spaß haben und dich vor nichts und niemandem fürchten. Wenn ich mich vor so einem schrecklichen Schreckdings nicht erschrecke, dann kann mich gar nichts mehr erschrecken. Hoffe ich. Geister, Grusel, groß und klein, alles jagt mir Schrecken ein. Was ich wirklich gerne tu, bei Pooh zu sein, ja und Tiger. Ich hab Angst vor tausend Dingen, die mich oft zum Fürchten bringen. Doch wer stark sein will, der kann's. Ich sag mir einfach, ich hab keine Angst. Nicht allzu sehr könnte ich einfach mutig sein. Manchmal ist das schwer, könnte ich bei den Freunden sein. Wenn wir etwas gemeinsam machen, haben Geister nichts zu lachen, dann sag ich einfach, ich hab keine. Wenn ich mich allein in Not fühl, weil ich ernsthaft mich bedroht fühl, dann steh ich tapfer meinen Mann, sofern ich's überstehen kann.
Leider fehlen mir Kraft und Größe, sodass ich keinem Furcht einflöße. Doch wer stark sein will, der kann's. Ich sag mir einfach, ich hab keine Angst. Nicht allzu sehr könnte ich einfach mutig sein. Manchmal ist das schwer, könnte ich bei den Freunden sein. Wenn wir etwas gemeinsam machen, kann ich über Angst nur lachen. Zu Halloween bin ich ein Held, dem allergruseligsten Fest auf der Welt. Drum sag ich mir, wer stark sein will, der kann's. Ich sag mir einfach, ich hab keine Angst. Süßes oder Saures? Oder auch nicht. Aber Ferkel, wo ist denn dein Kostüm? Ach, weißt du, eigentlich habe ich mich noch nicht so recht entschieden, als was genau ich mich verkleiden will. Schluck! Hoch ist es spät! Viertel nach halb vor Sonnenuntergang und ich habe immer noch keinem Saures gegeben! Komm schon! Als erstes werden wir unserem Freund Schlappohr Saures geben. Es sei denn, der Sauertopf hat was Süßes auf Lager. Da braut sich was zusammen. Ach, du Schreck. Ferkel, wenn du ich wärst und ich wär du, würdest du dann meinen, dass mir mein Kostüm etwas Süßes einbringt? Vielleicht, Honig? Ich werde es einfach mal ausprobieren, dann weiß ich es sicher. Oh, puh, ich wäre lieber vorsichtig. Hey, wo galoppiert ihr denn hin, kleine Kumpelchen? Gleich weiß ich, ob die Bienen mich mit Honig bedienen oder ob sie mich mit böser Miene pieken, weil ich eine Biene mime. Bis gleich. Ich glaube, es wäre besser, Ferkel, wenn du mich nicht bei meinem Namen nennst. Die Bienen könnten sonst Verdacht schöpfen. Tut mir leid, Puh, der nicht so heißt. Süßes oder Saures? Ach, je, durch! Jeder kugelrunde Kürbis ein Koloss an Köstlichkeit. Nein, 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 oh, nicht hier lang, da lang, links, nein, 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 von mir aus. Oh nein, meine armen Kürbisse. Oh, geht es dir gut, Katja? Oh, sag etwas, Corbinia. Oh. Kennst du mich nicht mehr, Corbelia? Oh. Süßes oder Saures? Jetzt nicht, Gopher. Warum bist du denn als Biesamratte verkleidet? Biesamratte? Der kann kein Kaninchen von einer Ratte unterscheiden. Oh, was für hübsche Kürbiskügelchen. Da machen wir doch schöne Kürbisfratzen draus. Oh, du liebe Güte. Du liebe große Güte. Tigger, Schluss damit! Ich habe keine Zeit für diesen Halloween-Unsinn! Ich habe zu arbeiten! Ich muss Kürbiskompott kochen! Wie gefällt euch das? Es gibt so schöne Feiertage, doch wer hat nur Halloween erfunden? Oh, ein Sturm ist starker Sturm! Das wird das besteste Halloween aller Zeiten. Mit Bündeln von Blitzen. Und Tonnen von Donner. Und wirbligen Winden, dass die Blätter verschwinden.
Oh, du liebe Güte. Hier wird's nur so krabbeln und wimmeln von Spukgestalten. Ach, du großer Schreck. Du glaubst doch nicht, dass auch Spukgestalten mit Heißhunger auf Honig kommen, oder? Ach, nur 6,5 Dutzend Spukgestalten. Und glubschartige Wurses und schäbezähnige Jagulare. Oh, du meine liebe große Güte. Ferkel. Und Ferkel ist um sein Leben gerannt. Na, Lumpi, fühlst du dich jetzt schon etwas besser? Ich schätze, das heißt nein. Und was ist dann passiert, Ruh? Haben die Spukgestalten Ferkel erwischt? Nun, warte es ab. Ferkel war mutterseelenallein in dem gespenstischen Wald, in der gruselwuseligsten Nacht des Jahres. Was nicht gerade der angenehmste Ort war. Endlich gerettet und in Sicherheit. Wer ist da? Ich bin's, Sie sind's und natürlich wir. Nein, warte. Kannst du vielleicht etwas sagen, was nur du sagen würdest? Dann wüsste ich, dass du bist. Eine ausgezeichnete Idee, Ferkel. Was soll ich denn sagen? Nun, wie wär's denn mit dem Ich bin Puh? Bist du das? Aber wer bin ich dann? Es ist Puh. Hast du dich erschreckt, Ferkel? Nein. Du wirst doch bestimmt mit uns Halloween feiern, nicht wahr? Naja, um ganz ehrlich zu sein, ich meine, ich will eigentlich sagen, um es anders auszudrücken, also die volle Wahrheit ist, als ein so kleines, furchtsames Tier fürchte ich, dass ich mich zu sehr fürchte. Aber Ferkel, Halloween ohne dich zu feiern, das wäre... Wie letztes Jahr und das Jahr vor dem letzten Jahr. Und das Jahr vor jenem Jahr. Und alle Jahre vor jenem Jahr, einschließlich aller vorigen Jahre davor. Es tut mir wirklich entsetzlich leid. Ach, das ist doch nicht so schlimm, Ferkel. Dann feiern wir eben kein Halloween. Oh, das dürft ihr nicht machen, Puhbär. Bitte nicht meinetwegen. Ach was. Dieses Halloween wird eben ein Halloween nicht. Und dann wirst du keinen Grund haben, dich zu fürchten. Danke, Puhbär. Möchtest du, dass wir bei dir bleiben, Ferkel? Nein, es wird schon gehen, denke ich. Ich habe so gehofft, dass ich es dieses Jahr schaffe. Alle haben sie sich so auf Halloween gefreut. Ich habe Puh enttäuscht. Und Tigger und Gopher und ihr. Und vor allem mich selbst. Ich hoffe sehr, diese brausige und stürmische Nacht ist nicht zu furchterregend für das arme Ferkel. Ich glaube, ich sollte besser was unternehmen. Aber was? Ich weiß es auch nicht. Denk. Ja, nur weil Ferkel Halloween nicht mit uns feiern kann, können wir doch trotzdem Halloween nicht mit ihm feiern. Du hast wirklich tolle Ideen. Ich denke gar nicht daran, dieses Jahr Halloween wieder zu verpassen. Ich feiere mein eigenes Halloween nicht, ganz mit mir allein. Wär Ferkulino doch noch mehr wie ich und weniger wie er. Andere zu necken und schön zu erschrecken und Ängste zu wecken, macht Spaß, wenn ich Puh. Nimm dich in Acht vor den Mächten der Nacht, beim kleinsten Verdacht mach ich Puh. Ich jage Angst mir ein und dir umdrein, mit gruseligen Gestalten ganz grässlich gemein. Rette dich, wenn um dein Leben du bangst, denn ich jage Schrecken und Angst mir ein. Unheimliche, hässliche, grausame, grässliche, schreckliche Schatten sind mystischer Müll. Wird man uns finden, wir sollten verschwinden, da hört man ein Tigergebrüll. Bin ich das selbst? Ich jage Angst mir ein und dir obendrein. Mit gruseligen Gestalten ganz grässlich gemein. Rette dich, wenn um dein Leben du bangst, denn ich jage Schrecken und Angst mir ein. So, Tiger,
wie ich sind ein Thema für sich. Manchmal nerven sie dich, also sei auf der Hut. Sie texten dich aus, spielen Katze und Maus. Auf die Nerven gehen können sie gut. Ich jage Angst mir ein und dir obendrein. Wie cool die Gestalt, denn ganz kräftig gemein. Rette dich, wenn um dein Leben du bangst. Denn ich jage Schrecken und Angst mir ein. Mir graut von mir. Ach, übrigens. Buh. Süßes oder Saures oder so. Wir sind auf dem Weg zu Ferkel, um Halloween nicht zu feiern. Möchtest du auch... Genug geredet, auf geht's! Ja. Hm. Ja. Was? Was? Da kommt jemand. Oh, es ist ein dreiköpfiges, geglubschäugiges, säbelzahniges Gespenst. Ich muss Puh suchen. Ach, vielleicht ziehen wir besser unsere Kostüme aus. Sonst erschreckt er sich noch vor uns. Ferkel! Ferkel? Weißt du nicht, was das bedeutet? Er ist entführt worden von Spukgespenstern. Puh war nicht bei Ia und Ia war auch nicht da. Und bei Tschetschetschega war auch keiner. Hallo, Rabbit? Oh, keiner ist da, wo er sein sollte. Du große Güte! Warst du das, Ia? Ich wünschte, ich wär's gewesen. Aber ich war's nicht. Was soll denn das sein, Freunde? Sag bloß nicht, ihr habt sowas wie Angst. Und wie? Ich aber nicht. Jetzt krabbel nicht so auf mir rum, Kumpelbär. Wir müssen Ferkelchen finden. Ich denke, ich habe da einen Gedanken. Wenn wir unsere Kostüme anziehen und dann auf die Spukgestalten treffen, dann denken sie, wir sind sie und wir denken, sie sind wir. So können wir Ferkel retten und keiner wird irgendetwas merken. Hiermit gewinne ich bestimmt. Hier wimmelt es von Geistern, Gnomen und Gespenstern. Ferkel! Verzeihung, aber wer immer mich hört, ich brauche dringend Hilfe! Du liebe Güte, Puh-Bär! Sie haben Puh-Bär, zwei schreckliche, grausige Spukgespenster! Ich muss meinen Freund Puh retten! Puh, sag ich! Spukgespenst! Oh nein! Nicht doch! Du meine Güte! So was! Du hast das Spukgespenst verscheucht, Ferkel. Hab ich das? Das hast du. Und damit hast du uns alle gerettet.
Das hab ich. Hochlebe der tapferste kleine, ängstliche Kerl von allen. Hip, hip. Hurra. Hip, hip. Hurra. Hip, hip. Hurra. Schon Kuckuck. Aber Gopher, was für ein wundervolles Kostüm. Ehrlich? Jawohl. Sag ich doch. Es ist das Beste und es steht mir gut. Von allen Halloweens, an die ich mich erinnere, und das sind nicht so viele, war keine so aufregend und unvergesslich wie dieses Hello war nicht. Und ich habe mich spitzenmäßig und gigantigerisch gegruselt. Nicht, dass ich Angst gehabt hätte. Und dieses Jahr hat Ferkel die ganze Zeit durchgehalten. Darum war unser Hello war nicht eigentlich ein Hello war doch. Hey, wart mal ein Sekündchen. Du hast uns noch gar nicht verraten, als was du gehen willst, Ferkel. Aber ich weiß es jetzt, Tigger. Ich habe beschlossen, als Poos allerbester und allermutigster Freund zu gehen. Weißt du was, Ferkel? So bist du mir auch am allerliebsten. Siehst du, mit ein wenig Hilfe seines lieben Freundes Pooh-Bär? Genau, hat Ferkel seine Angst überwunden. Und das blieb auch eine Weile so, weil er Freunde hatte und nicht allein war. Lumpi, hast du jetzt auch keine Angst mehr? Ich glaube nicht, Ruh. Wenn ein so kleines Tier wie Ferkel so mutig ist, kann ich doppelt so mutig sein. Mindestens. Du wirst mich doch nie im Stich lassen, oder, Ruh? Niemals, Lumpi. Mein Ehrenwort. Mutig für immer. Freunde für immer. Bezwinger des Kobolds! Mir nach, Lumpi! Jetzt nur noch warten, bis er nach Hause kommt. Dann ziehe ich an den Seil, die Falltür saust runter und zack. Dürfen wir uns was wünschen? Ja. Und nun, kein einziger Mucks mehr. Was war das? Das ist vielleicht der Kobold. Du bleibst hier. Ich peile mal die Lage. Wenn er es ist, treibe ich ihn hier rüber. Und wenn ich das Signal gebe, ziehst du schnell an dem Seil. Welches Signal? Oh, ich rufe wie Eule. Nur statt Huhu rufe ich Ruhu. Ich weiß was Besseres. Du kommst einfach mit. Gute Idee. Dann weiß ich, wann du das Signal gibst. Von der Brücke da. Mir nach. Shh. Lumpi, komm schon. Lumpi, leise. Yeah.
hast gesagt, du lässt mich nie im Stich. Dich, Ru. Wenn Ferkel seine Angst verliert, kann ich das auch. Mutig für immer. Freunde für immer. Bezwinger des Kobolds! Dir werde ich zeigen. Woher weißt du denn, dass ich es bin? Hallo, Ferkel. Oh, hallo, Puh. Hier, sieh mal, Ferkel. Ich bin ein kleiner Honigtopf. Ui, das sieht wirklich hübsch aus, Puhbär. Oh, hallo, Tigger. Psst, Tigger ist mein hasenfüßiges alter Ego. Ich bin Super Tigger. Ich spring über ein Haus oder über ein Doppelhaus in einem einzigen Satz. Und dann... Ach, was soll das ganze Theater? Ohne Süßigkeiten ist das doch kein richtiges Halloween. Es ist mehr ein Hallo nur fast oder ein Hallo vergiss es oder sowas. Ich weiß, was du meinst, Tigger. Sogar mein Bäuchlein stimmt dir zu. Hä? Schluss mit der Trübsal. Halloween ist gerettet. Auf dich ist Verlass, Hasenzahn. Was hast du Schönes? Schokoriegel, Gummibärchen, Kekse? Was viel Besseres. Und ich? Noch viel besser. Solange es was Süßes ist. Sicher doch. Oh. Die süßen Schätze von Mutter Natur. Karotten, Radieschen, Sellerie. Oh, das ist schmackhaft, köstlich und, was am wichtigsten ist, sehr gesund. Also, ich finde, damit können wir die Süßes oder Saures Tour machen. Ach ja? Dann lieber gleich Sauergurken. Red keinen Unsinn. Das wird das schönste und gesündeste Halloween, das wir je hatten. Und so soll es schließlich sein. Hey, da fällt mir was ein oder zwei. Wenn wir alle auf Süßes oder Saures Tour gehen, dann ist doch niemand zu Hause, der uns Süßes geben kann. Du hast recht, Tigger. Das ist fürchterlich. Was machen wir da nur? Denk. Oh, ich weiß, wir können doch abwechselnd zu Hause sein. Und bei mir fangen wir an. Ganz einfach. Ich weiß nicht recht, Ferkelchen. Und wenn du da nicht aufmachst? Was? Ich mach bestimmt auf. Versprochen. Tja, sehr riskant. Ich krieg gleich Migräne. Aber so verrückt, dass es klappen könnte. Probieren wir es. Oh, schön. Wer ist da? Na, wir! Wer soll es denn sonst sein? Wer wir?
Oh, wir! Herbert, Tigger und Puh-Bär! Und ich wohl nicht. Beweise es. Mach sofort die Tür auf! Rabbit, du bist es! Süßes oder Saures? Süßes oder Saures? Wartet erst mal ab, bis wir bei mir sind. Hoffentlich bin ich zu Hause. Lumpi? Lumpi? Wo bist du? Lumpi? Oh nein, der Gubold hat dich erwischt und er hat dich in eine Kürbisfratze verwandelt. Sag doch etwas, Lumpi. Oh nein, Lumpi. Keine Angst, ich hol Hilfe. Es wird alles wieder gut. Ich lass dich auch nie wieder im Stich. So, entweder Rabbit hat was Süßes oder es gibt was Saures. Klopf, klopf, klopfchen. Wer ist hier wohl? Tja, wer das wohl ist? Tja, wenn ich das nur wüsste. Puh-Bär, Tigger? Er ist klasse. Große Klasse. Ja, ja, schon gut. Wo haben wir denn die süßen Sachen? So, es geht los. Eine leckere, saftige Steckrübe für Puh-Bär, Pflaumen für Ferkel, Sellerie für I.A. und für dich, Tigger. Spinat. Ruh und Lumpi verpassen den lustigsten Teil. Und den Spinat. Sie sollten bei Sonnenuntergang wieder hier sein. Sie kommen bestimmt jeden Hilfe! Moment. Ruh, mein Junge. Hilfe! Wir wollten den Gubold fangen, um unseren Mut zu beweisen. Und dann haben wir den Baum gefunden. Und ich bin vor Angst abgehauen. Und dann hat ihn der Gubold in eine Kürbisfratze verwandelt. Kannst du noch mal bei dem ersten Gubold anfangen? Gubold! Oh, du meine Güte. Dann stimmt es also, es gibt diesen Gubold wirklich. Kommt, Freunde! Panik! Armer Lumpi. Was sollen wir nur tun? Wickelchen, ich hab's. Wir schnappen uns diesen Gubold. Was? Nun, wenn wir den Gubold fangen, können wir uns was wünschen. Genau, Tigger, wir wünschen uns Lumpi zurück. Tigger hat recht. Tigger hat recht, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Na los, Freunde, wir haben keine Zeit zu verlieren. Böser Gubold, wir müssen ihn finden. Wir retten dich, Lumpi. Keine Sorge, du wirst gleich wieder ganz normal sein. Es tut mir leid, dass ich dich im Stich gelassen habe. Lumpi, die Rettung hat es. Erzähl mir noch mal, wie ich es mal geschafft habe, keine Angst mehr zu haben. Hör doch mal. Ich glaube, der Baum macht Geräusche. Vielleicht hat er ja Bauchschmerzen. Das ist der Gubold. Die Falle hat funktioniert. Wir haben ihn gefangen. Hurra! Und nun? Wir klopfen an und rufen Süßes oder Saures. Ich biete ihm etwas Honig an. Ich glaube kaum, dass Kobolde Honig essen. Er kann meinen ganzen Spinat haben. Lieber Kobold. Ich möchte keine Süßigkeiten. Ich möchte nur Lumpi wieder haben. Ich wünsch mir meinen Freund zurück. Hörst du mich, du fieser Kobold? Ich will meinen Freund zurück! Ruh, ich bin hier drin! Thank you.
Ach, ist das herrlich. Das nenne ich ein Happy End. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Aber ich hatte eine Riesenangst. Kannst du mir verzeihen? Klaro, du bist doch nur wegen mir zurückgekommen. Das war mutig. Ich wollte meinen Freund doch nicht verlieren. Das hat mich mutig gemacht. Mutig für immer? Freunde für immer. Bitzfinger des Kobolds! Wozu brauchen wir Süßigkeiten zu Halloween? Solange wir uns haben. Freunde, ich bin der Meinung, eins muss jetzt endlich mal gesagt werden. Ich weiß. Süßes oder Saures? Ein frohes Halloween! Süßes oder Saures? Mama! Kommt rein! Ich habe Kekse und Rumpeldudels für euch gebacken und ich habe für jeden von euch einen besonderen Halloween-Kürbis gemacht. Hallo, Hübscher! Sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Warum so trübsinnig? Sieh mal, Ferkel, das bin ich mit meinem allerbesten Freund. Und ich mit meinem. Guck mal, Lumpi, der ist für mich. Wow. Aber wo ist deiner? Ich bin untröstlich, Lumpi. Für dich war auch einer da. Er muss mir von der Schubkarre gefallen sein. Siehst du? Hab ich doch gesagt. Halloween ist ein Riesenspaß, Lumpi. Du hattest recht. Mir gefällt Halloween. Ach, oder so ähnlich. Solange wir nur zusammen sind. Lasst uns wagen, Mut zu sagen. Lasst uns Gruselmasken tragen. Wenn die Geister nachts erwachen, kann man süße Beute machen und mit Freunden drüber lachen. Das macht Spaß! Freunde für immer, einsam nie und nimmer. Nichts mehr schlimmer, als ohne Freund zu sein. Zwei sind besser, denn gemeinsam fühlen wir uns niemals mehr einsam. Mutig und stark wollen wir sein. Als einer allein. Freunde, zwei sind besser, denn gemeinsam fühlen wir uns niemals mehr einsam. Mutig und stark wollen wir sein. Zwei sind mehr als einer allein. Rumpeldidude, rumpeldidum. Wir rollen und tollen wie Hummeln herum. Wir sind Freunde und nichts hält uns um. Rumpeldidude, die Dudel, die Dumm. Dir vertraue ich und ich dir. Hab ich mal Angst, dann rechne mit mir. Wir wollen die mutigsten Freunde sein. Wir gehen in die Geschichte ein. Freunde für immer, einsam nie und immer. Nichts wär schlimmer, als ohne Freund zu sein. Nichts wär schlimmer, als ohne Freund zu sein. Nichts wär schlimmer, als ohne Freund zu sein. We'll be right back.
There's a happy song that goes along with any old thing we do. I know every day I'll hear it play as long as I'm here with you. When I'm sad or scared, you understand. You talk to me and you take my hand. How we smile, my friend, at our journey's end. 'Cause another is always beginning. And the same sweet song will keep us strong, whatever new thing we do. When the music starts, it will fill our hearts. As long as I'm here with you, just as long as I'm here.